Schon von Weitem ist die Rauchsäule neben der A20 im Landkreis Rostock zu sehen. Die Ursache befand sich auf dem Gelände eines Gutshofes in Hohenlukow. Dort hatten am Donnerstagnachmittag Strohballen und Autoreifen aus noch einer bisher ungeklärten Ursache angefangen zu brennen. Insgesamt 7 freiwillige Feuerwehren kamen zum Einsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Futtersilo verhindern. Zur Stunde dauern die Löscharbeiten noch an.